Für die zweite Testung war die Gemeinde in Himberg einmal mehr vorbereitet. Kleine Änderungen brachten einen noch besseren Durchlauf. Daneben gibt es schon Planungen für zukünftige Teststraßen. In Himberg waren 8.300 Personen zum Test berechtigt. 2.800 oder 33% haben sich am vergangenen Wochenende testen lassen. Erfreulicherweise wurde dabei nur eine einzige Person positiv getestet. Wir haben in Velm eine Teststraße für 2 Tage, in Bellendorf eine Teststraße für 1 Tag, für morgen Sonntag. Und in Himberg haben wir 3 Teststraßen gehabt und da haben wir jetzt 2, weil eine Teststraße hat sich auch als Räumlichkeit gezeigt, dass es nicht so optimal ist und das auch eine Stufe und für ältere Menschen etwas schwierig. Ich möchte noch erwähnen, ich habe mich in Himberg beworben für eine fixe Teststraße in Zukunft. Und es wird ja so sein, ich weiß noch nicht, wie die Pläne der Regierung ausschauen werden, aber es aus den Medien und aus den Nachrichten kann man ja entnehmen, dass man sich, wenn man später fortgehen will und zur Veranstaltung gehen muss, sie vorher einen Test mitbringen muss, der zum Beispiel nur 48 Stunden, maximal 48 Stunden alt ist. Und ich habe mich in Himberg beworben, dass wir eine fixe Teststraße in Himberg bekommen. Das ist ein besonderes Service für unsere Bürgerinnen und Bürger. Da können die Leute testen gehen und nachher können sie zur Veranstaltung gehen oder ins Gasthaus gehen, können gemütlich essen gehen und können sich dort testen, können den Test vorzeigen. Und da bin ich sehr stolz. Ich habe mittlerweile schon Nachricht bekommen, dass diese Teststraße demnächst errichtet werden wird. Welcher Aufwand steckt hinter dieser zweiten Testung? Ist man jetzt schon besser vorbereitet als beim ersten Mal oder ist es eigentlich dasselbe? Ja, natürlich. Sie haben es ja schon angesprochen durch die zweite Testung. Man lernt immer dazu. Wir sind natürlich jetzt dann weit besser vorbereitet. Wir haben natürlich die Synergien und die Ideen bzw. die Erfahrungen aus der Vergangenheit genutzt, haben die es da umgesetzt und können natürlich einfach schon dementsprechend effizienter arbeiten. Ja? Das ist für uns dann dadurch schon ein bisschen leichter geworden. Die Vorbereitungsarbeiten beginnen so im Normalfall eine Woche schon davor. Das heißt mit einem Teamgespräch mit den ganzen Einsatzorganisationen, die mitwirken, mit der Gemeinde, mit den Gemeindearbeitern. Und dann kommt über den Katastrophenfonds die Testkits angeliefert. Die holen wir dann zentral von einem Auslieferungsort, werden dann da hierher transportiert und dann beginnen eigentlich schon einen Tag später die Tests. Und das läuft im Prinzip jetzt schon in ganz gewohnter Manier ab, wenn man das so sagen kann. Ja. Sie waren schon testen, wie war's? Total harmlos, genauso wie das erste Mal. Und ich würde es auch jeden Tag machen, wenn das irgendwie hilft, ja, die Schulen wieder aufzumachen und das irgendwie hilft, dass man wieder zu einem normalen Alltag kommen kann. Würde ich auch jeden Tag testen gehen, ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Und man kriegt auch noch Schokolade. Ihr habt ja in Himberg da einen Usus, den gibt es sonst nicht bei Kindern. Da wird immer applaudiert, gell? Ja, stimmt. Ja, richtig. Ja, das ist richtig. Na gut, es ist auch nicht selbstverständlich, dass sie da so mitmachen. Ich glaube aber, das ist auch, dass die Eltern da ein bisschen anspornen müssen, dass es einfach dazugehört, ja, in so einer Zeit, dass man das einfach seinen Beitrag dazu mitleistet. Ja. Und das, deswegen das okay ist, wenn die auch mitgehen, ja, aber in einem gewissen Alter. Welche Einsatzkräfte kommen hier zu tragen? Ja, man braucht jemand natürlich, wie man sieht, hier schon einen Ordner, damit hier die Leute entsprechend geordnet Zutritt haben. Und dann ist die Anmeldung, das sind Gemeindebedienstete und dann das Rote Kreuz, die den Abstrich machen, den Nasenabstrich machen und natürlich die Feuerwehr, die nachher die Nachtestung und die Auswertung durchführt. Und da bin ich stolz, dass es in Himberg so super funktioniert zwischen Feuerwehr, alle 3 Feuerwehren Himberg, Velm, Bellendorf und auch mit dem Roten Kreuz und mit der Gemeindebediensteten. Wir haben überhaupt kein Problem, die Leute zu stellen, die melden sich freiwillig. Da brauche ich als Bürgermeister eigentlich gar nicht eingreifen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken, dass die Stimmung und das Miteinander, Zusammenarbeit in unserer Gemeinde so super und so toll ist.